Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Shin Megami Tensei Part. Jo, heute wollten wir die wirklich letzten Nebenquesten machen. Dafür müssen wir einmal nach Minato auf jeden Fall, zu dem Tokyo Tower. Und wir müssen nach Asakusa. Ich muss gerade kurz überlegen, wo das überhaupt ist. Machen wir einfach erstmal den Tokyo Tower. So, wir sind hier. Wir müssen einen Seraphim befreien und wir müssen irgendwas beim Tokyo Tower machen. Da wartet er ja auf uns. I received word from my companion. You must be the demon. I ask that you bring Amanazako here. I imagine you wish to know the reason. As you can see, this world is coming to an end. And in order for us Tengu to band together once more okay. For that purpose, we enacted a ritual to transfer a soul into the remains of a proto-fiend, hoping to create a great Tengu as a result. That is how Amanazako came to be. Okay. However, upon her awakening, she immediately became rampant and fled. Deswegen ist sie letztes Mal geflohen. We have been doing all we can to get her back. Now you know why it is so imperative that we get her back. I will be waiting here until then. Let us proceed. Ich meine, ich habe Amanosako letztes Mal noch geholt, aber ich hole sie eben. Also die ist eigentlich ein Tengu. Ah, you've brought Amanosako to us. Now all that remains is for you to hand. Why the hesitation? Warum soll ich sie übergeben? Whoa, whoa, whoa! Are you saying you're gonna save me? Wow, I'm touched. Ich mag die Kleine. So you refuse to part with her? Then I suppose we'll just have to take her by force. I suspected this might happen. As such, I appealed to Ishizuchizan Hokibo to summon one who would fight on our behalf. Come forth, Zhao Gongen. Okay. Wahrscheinlich ist nur dieser Sao stark. Den Tengu, den habe ich ja eigentlich selber. Er hat nur ein höheres Level. Einen Moment. Den kann man leicht entgegenwirken. Haben wir den mächtigsten Char. Neben Shiva. So, dann hol ich mir doch mal auch dich. 75 bist du. Und er merkt keinen Blitz. Perfekt. Wisst ihr nämlich, was meine Hauptfähigkeit ist? Blitz. Und der Donner der Wahl, der wird reinhauen. Boah, hat das Schaden gemacht. Der ist gegen Nahkampf immun. Ich hätte die früher bekämpfen sollen. Ich sollte auf den nur gehen. Der andere stirbt jetzt eh. Hat der weniger Verteidigung oder Magie? Ist beides schlecht bei ihm. So, ich booste dann mal. Ja, wenn der ein bisschen schneller tot ist. Der kann ja nix. Mit dem bin ich schon zu stark. Egal wie man es dreht und wendet. Jetzt bin ich noch mal stärker. Jetzt kommt's ein Schaden. Nicht mal treffen. Ich hätte eventuell über die Nebenquesten noch irgendwie so ein Level erreichen können. Mit denen ich Shiva besiegen hätte können. Das wird mir jetzt langsam auch klar. Aber das wäre auch nur eine Notlösung gewesen.
Ich denke mal, das hätte trotzdem Ewigkeiten gedauert. Also ich hätte ja immer noch die Evangeliums sammeln müssen. How can this be? Even Zhao Gong, we cannot hope to win back a Manazako from one so powerful. It seems we must admit defeat. As of now, we shall withdraw from the... Gern geschehen. Wir haben ihr was erspart. What a relief! It's so nice knowing there aren't any more of those weirdos chasing me around. I knew that sticking with you was the right call. I mean, bet you had no idea I was using you as a bodyguard, huh? Oh, are you mad at me? Nee. Well, anyway, it turns out that my other half, I mean, the soulmate that I've been searching for, was you. Okay. The demon part of you is the protofiend Aogami, right? I was created using a protofiend as a base. It's why I feel so comfortable around you. Oh, that is süß. My soulmate's been with me this whole time. Okay, I think this whole guy bodyguard thing has run its course, don't you? After all, we're meant to be. Sie schließt sich uns bestimmt an. Now it's my turn to help you. I'm gonna join you as one of your demons. Oh, and don't expect me to say, wait, what? There's I'll be waiting right here, so you. Ja, kein Problem. Dich nehme ich gerne mit. Ich überlege gerade. Das komische Ding kann weg. Hey, hey, hello! Did you make space for. Ich kann sie jetzt auch fusionieren. Bist du denn stark? Du kannst gut Magie. Himmelskonter. Den habe ich noch nicht gesehen. Chance auf einen leichten Dunkelheitskonter nach erlittenen Stärkeangriff. Senkt drei Runden lang Angriff um eine Stufe. Okay, interessante Fähigkeit. Und sie hat halt auch ein recht gutes Level. So, jetzt fehlt nur noch eine Nebenquest. Und das ist die hier. In dem Gefäß im Zentrum von Asakusa und verleih ihm die Macht der drei Seraphim. Na gut, Amanosako hat sich uns angeschlossen. Wo ist denn Asakusa? Oh, da ganz hinten hat sich auch noch mal eine Nebenquest aufgetan. Ich sehe es gerade. Ich gucke gerade, ob hier irgendwo Asakusa steht. Weil ich habe sonst keine Peilung, wo ich hin soll. Ah, da. Da in das Zentrum muss ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Konz jetzt doch den Thron begehrt. Hätte es einen Unterschied gemacht, hätte ich Konz damals vernichtet. Also wir machen jetzt erstmal hier eben kurz die Nebenquest annehmen. Wir sehen uns sofort. So, hier die Person will mit mir reden. Okay. Warum möchte er den retten? Es ist doch falsch an, das Leben retten zu wollen. Ist ihr Leben denn in Gefahr? Ah, deswegen. Aber warum ist er an ihr interessiert?
Dann haben wir jetzt einen Bosskampf mit ihm im Feendorf. Warum werde ich von einem Ort zum anderen geschickt? Vielleicht können wir es auch verhindern, dass wir kämpfen müssen. Ach ja, sie! Stimmt! Okay. Das ist nicht das, was sie möchte. Ich hab vergessen, wer Miyazo war. Wahrscheinlich kann ich ihn danach auch fusionieren. Der ist jetzt wahrscheinlich sehr viel stärker. Oh, der ist mal Verbündete. Okay. Danke für die Heilung. Feuer und Blitz absorbiere ich nämlich jetzt. So, erstmal seine Kameraden hier. Damit sie in meiner Liste sind. Kann ihn einmal, kann ja sein, dass er jetzt andere Werte hat. Nee, sind ungefähr gleich geblieben. Dann machen wir mal hier, dass wir mehr Power haben. Der macht wenigstens auch Schaden. Okay, der rechte macht die anderen geboostet. Kont hat auch Power. Definitiv. Der ist auch Level 82. Der kann mit uns mithalten. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wie ich den nach rechts loswerde. Die haben halt alle unterschiedliche Schwächen, ist halt auch das Ding. Ich mache erstmal ihn platt, weil der die anderen boostet. So, der müsste jetzt eigentlich gleich sterben, wenn er dran ist. Dann machen wir mal gewaltigen Schaden. Jetzt ist er eh tot. Ich hau ihn einfach mal weg. So, damit. Ich ihm mal eine Schale der Hüge und dann gucken wir mal, was der nächste Zug bringt. Die machen mit Megiddo und Loan auf jeden Fall wirklich viel Schaden. Also Level 80er sind jetzt nicht aus dem Rennen, wenn sie gegen uns kämpfen.
Habe ich ihn nicht registriert? Doch. Ich will halt erst ihn loswerden. Reisen der Meere! Hat genug Schaden gemacht. So, jetzt können wir auf ihn gehen. Ich hätte kritisch eben verwenden sollen. Oh. Kann man ruhig auch mal machen. Zwar doppelte MP, aber dafür auch doppelter Schaden. Das ist guter Schaden. Bei ihr mache ich lieber Verteidigung. Den Konzern kriegen wir gut down. Ouchen. Zum Glück macht er das nicht doppelt. Hat er eigentlich irgendeine spezielle Fähigkeit? Reise des Mesiket. Und morgen über Heliopolis. Boah, das klingt richtig heftig. Das will ich auf keinen Fall abbekommen. Und keine Sorge, Leute, die andere Quest, die machen wir auch heute noch. Hao ist einfach so wertvoll fürs Team. Besiegt. Ja, und man hätte über die Nebenquesten wirklich auch so ein bisschen hochleveln können. Das sehe ich jetzt mittlerweile. Okay. Nee, da will sie doch gar nicht. Ich halte Cons auf. Sie hat damit kein Problem. Okay.
Jetzt könnte ich ihn auch fusionieren. Oh, ich kriege 2 Chlorienkristalle dadurch. Alles in allem wäre das wahrscheinlich viel Level gewesen, die ich jetzt hier durch die Nebenquesten holen konnte. Also ich wäre dann jetzt auf 91 gewesen. Oh, ich kann direkt beide Cons herstellen. Okay. Da ist aber nicht viel vor dir. So, und wir müssen noch nach Asakusa. Da wartet auch noch ein Kampf auf uns. Dann können wir nämlich nächstes Mal mit dem Endboss weitermachen. Ich bin bereit. Man hat am Ende echt noch mal viel zu tun. Die mögen wahrscheinlich alle keinen Schatten. Gabriel, Raphael und Uriel. Ich habe vergessen, mich vorher noch zu heilen. Feuer? Blitz? Die tausche ich einfach direkt schon mal aus. Ich habe halt vergessen zu heilen. Und zack. Und Eis. Ja, ist schön, ne? Erstmal dich in der Mitte platt machen. Du kannst noch einen Hieb austeilen. Du machst einen Eisdrachenschlag auf ihn. Nee, du kannst ein paar Hiebe noch austeilen. Lernt treffen. Ja, vom Prinzip her bin ich halt auch zu stark für die wieder mal. Aber vom Prinzip her könnte ich ausgehen, nochmal die ganzen Nebenquests machen. Eventuell komme ich auf ein gutes Level und könnte die alle nochmal boosten. Dann könnte ich eventuell nochmal mich an Shiva setzen und diesmal dann richtig. So, Donner der Wahrheit. Zum Glück ist keiner von euch gegen Donner gewappnet. So, jetzt kann ich Tao auch austauschen. Arioch reflektiert Eis. Es hat hier nichts gebracht. Weg mit dem. Jetzt kümmern wir uns um Uriel. Jetzt fehlt nur noch einer. Für den brauchen wir Feuer. Ich guck gerade, wer ist stark und hat Feuer. Yamato.
Yamata, Entschuldigung. So, Erscheinung des Landes, nimm Gift. Dich mache ich auch so fertig. War Yamata gar nicht nötig. Hab alle drei Sets einmal bekommen. Wahrscheinlich muss ich den Meister auch einmal bekämpfen. Da heile ich aber dann gerne vorher nochmal. Ja, drei Fusionen. Jetzt heile ich eben kurz mein Team und überprüfe nochmal die Karte, bevor ich hier irgendwie einen Kommentar von mir gebe dazu. Da ist keine Nebenquest. Da ist keine. Hier sehe ich auch keine. Gut, das scheint wirklich die letzte jetzt gewesen zu sein. Ich sehe jetzt nicht, dass hier irgendwo das Symbol dafür aufploppt. Ich jetzt selber noch ein zweites Mal drüber gucken. Eventuell auch einmal das Schloss des Dämonenkönigs einmal durchgucken. Wäre ganz fies auf einmal so am Ende nochmal so bei dem Thronsaal eventuell. Na gut, Leute. Dann können wir beim nächsten Mal den Endkampf angehen. Ich werde jetzt nicht die ganzen Fusionen jetzt nochmal durchgehen. Ich weiß, ich habe das mal angesprochen, aber ich will jetzt wirklich das Spiel einfach nur noch fertig kriegen. Wir machen jetzt so. Ich werde jetzt beim nächsten Mal den letzten Kampf bestreiten. Dann gehen wir da den Weg runter und hoffen einfach mal, dass das gut geht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!